Ja, die Unterstützung heute war wieder großartig. Man jetzt auch noch nach dem Spiel, der ganze Block war noch voll und das ist das, was wir natürlich wieder haben wollen. Ne? Und deswegen ist es umso bitterer, dass du eben heute hier in Rom ausgeschieden bist, weil wir die ganze Unterstützung in allen Europapokalspielen auswärts gehabt haben und auch zu Hause. Und ja, das ist halt irrsinnig schade, aber wenn man das wieder haben will, natürlich musst du jetzt in der Liga die Punkte holen, um eben international wieder dabei zu sein. Erstmal ein Riesenkompliment an unsere Fans, also die sind ja immer noch im Stadion und feiern uns trotzdem nach der Niederlage und das ist schon beeindruckend, was die heute wieder geleistet haben. Das kann man vor uns nicht behaupten, was wir da alles gegeben haben, finde ich. Und wir haben einfach in der ersten Halbzeit uns nicht eine Torschance herausgearbeitet und haben sehr, sehr viele Fehler im Aufbauspiel gemacht. Und letztendlich haben wir erst in den letzten 10 Minuten unsere Torschancen gehabt. Und das ist natürlich dann, wenn du 3 Tore schießen musst, dann noch zu spät. Ja, ich denke, unser Plan war, die Null zu halten am Anfang und ja, es ist immer möglich, dann als Gewinner oder ein Tor zu machen und als Gewinner vom Platz zu gehen. Ja, es ist uns leider nicht gelungen und ja, wenn man 1-0 oder 2-0 hinten liegt, dann ist es enorm schwer hier.